Ich habe gehört, Sipo von Achossi, der Jedua, was hat geheißen, Reb Zalman Leib Hastulin. Er gewann Aida Gräser mit Chochem, Abal Messeres Nefesh, ist durchgegangen wie Surim in Russland, Messeres Nefesh, und er später ist er angekommen in Eretz Israel und hat gelebt in Bnei Brak. Reb Zalman Leib Hastulin hat erzählt, dass Sipo, was er gehört von Chassidim, was sie gewann in dem Mann von dem Zemach Zedek. Sie gewann ein Jid, sie gewann ein größer Teil mit Chochem, nicht gewann kein Chassid, aber er hat gehabt mit Sprache, was er gewohnt in Lubavitch. Er allein ist gewann ein Litwischer Teil mit Chochem, ist jetzt gelernt an der Tere und der Weide, hat gehabt ein Vetter oder ein Schwester Kind, was er gewohnt in Lubavitch, ist er einmal, ist er gekommen zu besuchen sein mit Sprache. Ist er gewann in Lubavitch auf Aschabes, und er ist eingestanden bei seiner Sprache, bei seinem Korev, was er dort gewohnt. Als er ist gewesen, er über der Schabbos, kam oben, mit den Neusen, was man gerät, hat man gerät wegen Chassides, man gerät wegen Lubavitch, man gerät wegen dem Zemach Zedek. Und der Schwester Kind seiner hat ihm gesagt, dass du bist doch gekommen schon bis Lubavitch, ich selbst schon wirst du kommen und sehen dem Reben dem Zemach Zedek, Herren am Maimer, Chassides, Schabbos noch Mittag, der Rebbe geht sagen am Maimer, sie kommen her. Und hat gesagt, dass ist nicht interessiert, er ist gekommen von dem, er kommt nach Treffen noch mit der Sprache, wird bleiben nicht in der Heim. Und der ist gekommen zu gehen, Schabbos noch Mittag, und der Korb seiner ist kam oben gegangen in Beis Medrash in Lubavitch, zu Herren der Maimer, Chassides, von dem Rebbe zu Mach Zedek. Und allein, der Gast ist geblieben in der Heim und sagt, ich setze mit der Gemorre lernen. Er hat angegeben, Proben für Lernen Gemorre, aber hat gesehen, dass sein Kopf ist ihm nicht gewöhnt. Er hat sich nicht gekannt, zutragen zu dem Lernen. Er ist gewöhnt, als er und hat genommen Trachten zu sich. Er hat schon fort, er ist schon gekommen, da bis Lubavitch, er hat schon gehört, was wird sein. Ich habe gerne Herren der Maimer, Herren, was er sagt, Herren, was sie die Tiere, was sie lernen. Und als er ist gegangen, er ist zurück, bis zum Sof, hat er Machlid gewesen, als er wird auch gehen, Herren der Maimer. Und als er ist vermacht, die Gemorre, und er ist gegangen bis Medrash, in der Schule ist ein Gewinn voll, gepackt, ein größer Elam, ist er gestanden, als er beim Tier auf der Seite, und geprüft sich zu Herren, Herren, was der Rebbe, der Zemach Zedek, sagt. In jenem Maimer, der Zemach Zedek herumgerät, bariches dem Ingen von Zrie und Netie. Darum gerät im ganzen Ingen von Zmiche, wie das ist, Alp Chassides. Es redet sich in Maimorim, mit bald reden die Protim. Warum, was Chassides ist, mewaier dem Ingen von Zrie und Netie und was das meint in Aveide Benefesh Odom. Im Blutzling gehört er, wie der Zemach Zedek sagt, zwischen den Ingenen, der Zemach Zedek hat gerät, bin ich gehe dem Ingen von Zrie. Hat er zum Achzede gesagt, als mir seht, als mir nehmt ein Kerale, ein klein Garin, ein klein Kerale, und mir legt das rein in der Erde, ist von ein kleiner Kerale wächst uns 400 Mal so viel von Keralach von Tvue. Was wir gewinnen, das ist alles in Tvue, in Peres, ist gar ein anderer Echus, bechule. Wie schaß der Zemach Zedek hat gesagt, dass er die Wörter ist, dass er der Jid, der hat er mit Chochem gesetzt dort und standen von unten an See beim Tier. Und er gerät Israel und sei gestubt, kam oben der Rebbe hat ihn nicht gekannt, sehen wie bei der Chateva. Aber zu sich hat er sehr Trach getan und gesagt, etwas als ein Guzme, als von ein Kerale wächst, da ist 400 Keralach, Guzme bei Alme. Und als er getracht zu sich ein bisschen, אז בחסידים מזוקת אחד, אז חסידים זה זה נמבה להגזומה, ודו הערך תה כהמזוקת מתעזה גוזמה. אל תגוון בהם את המחשובה, פלוצלינג הרת ודה צמח צדק, רוף ציחו באפן קול, ומזוקת. וזה מחשת מתעגזומה, זה דוחה בפרש כד הקמח, אז זה יש רעי ברבינו בחיי עם כד הקמח, אז אף ידע גרין וקט פירונדות מול הזה יפיל. עוד כמובן דריד וגלחה פתציטר, und hat gleich bemerkt, dass der Zemach Zedek hat Ruach HaKedesh. Und kam oben, das hat bei ihm gemacht, der Gräse Ispailes, der Gräse Azose. Und später hat der Tag in Iskarev gewohnt, zum Zemach Zedek, und hat genommen Lerner Chassides.
und genommen die Union im Gorf Ernst Neifen. Wie gefinzach sei in die Parsche Beschalach und verbunden Eichet mit Chamischoso Bishvat, Tu Bishvat. Wo sie seinen beiden Unionen reden darum, dem Ingen von Zmiche und Zrie, dem Gefind in Chsides, in dem alten Rebens Maimer von einigen Sedrin Teuro Eier, was ist Meweier, dem Ingen von Zmiche, Zrie, auf Gora Geschmack in Neifen, in Avedas Hashem, und kann buchen, dass sie verbunden mit dem Mann, was mich steht in die Tag von Chamischoso Beschwad, wo das ist das Mann von Rosh Hashanah Leilonis. Ist annehmlich von der Parche, weil ich beschallach paro Jesuom, ist voran am Medrash. Der Medrash Rabbi darf nur, der Medrash sagt, kamo Perushim, was ist das der Vayehi beschallach paro Jesuom, was ist das der Diuk von Vayehi, der Medrash teilt, dass Vayehi ist mir loschen Vay, Vay, Hay, das ist Kilo der Kajiduak, weil wo steht Vayehi, ist das Haloschen von Zahar, Das heißt, dass Paroi hat geschrien, Wei, hat Charotte gehabt von dem, was er da weggeschickt hat. Und der Beschalach, was ist das der Teich, war Jehi, Beschalach, Paroi ist so. Sagt der Medrash, es kam ein Pirushim in dem, Ende von den Pirushim, sagt der Medrash, also auf dem Nehmer, auf dem wird geschrieben, er bringt den Posuk, in Shir HaShirim, Schlochaich, Kepar des Rimoinim. Also der Beschalach, Das ist all der, wie der Rezach wegen dem Beschlochaich, Kepar des Rimoinim, also wie ein Feld von Rimoinim, ein Garten von Rimoinim. Und ist Masbir im Medrash, als Moschel, als ich gewinn, a Tate, was hat geahat, a Stieke Erd, a Beiskur Ofer. Und der Tate ist gestorben, hat gelost a Jerusche von dem Sohn, und hat dem Beiskur Ofer, a Shetach Adomo, a Shetach von Erd, Und der Schettach ist gewesen, ein Druckiner, ein Leidiger, ein Puster, sie gar nicht gewesen dort. Der Kind ist gewesen, Fuhl, er gewesen, ein Arzlon, und er hat gedacht, dass sie gar nicht wird, und er hat das verkauft, verbrutet. Er hat verkauft unter dem Schettach, hat er das verkauft auf einen sehr billigen Preis. Er ist gekommen zu gehen, der Koine, er gekauft unter dem Schettach, und er hat in der Maschkia gewesen, und er hat geackert und gesät und gebracht Wasser, Und es ist geworden von dort eine ganze Pardes, von Rimenim und von Geffen, von allen Sorten schöne Ilones, von allen Peres. Und unter der narische Ringel, fängt herum gehen unter dem Kerem, unter dem Pardes, herum und herum, und er fängt schreien und weinen, wei, wei, verwoß er mir als Aschete, verwoß er mir das nicht ausgenutzt. Weil der Reze, sagt der Medrash, und das ist der Wai, Beschalach. Das Paro hat gerade im jüdischen Volk bei sich über 200 Jahre. Und er hat nicht ausgenutzt, wie es darf zu sein, er hat nicht geführt zu sehen, wie es darf zu sein. Und dort hat er weggeschickt. Und nachdem er hat er weggeschickt, hat er Rebischte genommen im jüdischen Volk. Und er hat sie baseit und gegeben Teire und Mitzwes und Arsinai und Mishkon und alle Unionen. Und sie geworden ein Emeser, Gräser, Gotten. Der Paar des Rimenim, hinten sein ausgewachsen, ja, wie ein Feld voll mit der schönsten Frucht. Und das ist der Vayehi Beschalach Paroi Esom. Also der Paroi hat Gehring gewinnt, le kol se, durch dem, was er hat sie Meshaleach gewinnt, ist von dem er wegschicken sie, ist der jüdische Volk aufgewachsen und sie geworden von sie Paar des Rimenim und sie geworden von sie allerlei Sorten, schönste Beimer, dem schönsten Gan von dem Ebersten und das ist der Beschalach Paroi Esom. Auf dem stellt sich weg der alte Rebbe und will gerne zu verstehen, was ist da der Eimek in dem Minyan? Ein schöner Medrash, ein schöner Moschel, aber vor allem in dem Eimek Niflo, was hat der Medrash will uns gerne zu verstehen, in der Pnimius der Minyan, was ist das, die ganze Linie von Golus und Geule. Was ist da dem Moschel, was der Medrash bringt, da, bringt sich heraus, der ganze Eimek von, was ist vorgekommen, der Parshas Beschalach, das ist der Parshas Geule, Parshas Boi, Lernen wir, wie der jüdische Volk geht raus von Mitzrayim und da hebt sich an Parshas Beschalach, wie der jüdische Volk rausgehen, die von Mitzrayim hebt und wachsen. Und der Beschalach Paroi Esom ist auch die Wörter, im ersten Posuk von auch die Parshe, bringt sich heraus die ganze Reichkeit, der Eime Koinien, wie er sei der Golus, was jeden seinen gestanden gewähnt in Golus, die alle Jungen seinen gewähnt versklavt, mit Shubodim, Paroi und Mitzrayim, nicht nur, das hat nicht Gehrim gewinnt bei Iden, Kachas Vishalem, Keninje von Jeride, nach Adarabe, durch dem sind sie zurückgekommen zu der Emeset Zmiche. Und das ist ein Beweis für alle Iden, bei Cholasmanim,
in alle Golusen, als Bishas mit Gefinzach, in Asman von Cheshech, und Asman von Golus, und es ist ein bitterer Golus, und ein schwerer Golus, und mit allen Unionen, und es wird schwerer und schwerer, bitterer und bitterer, ist lernen wir Arois von unter die Parche, und von unter dem Inien, wie er sehe, der Golus ist beätzem ein Inien von als Zmiche, als Rie, mit der Zmiche, was von dem wächst Arois die größte Geluim. Ist auf dem ist der alte Rebbe Meweyer, das können wir verstehen von dem Inien, wie das ist, Gobe Gashmias. אז הזה הביא בגשמיס, משעס מביא לאום הפרדס רימיינים, ועל דרך זה הקרם של, של גפנים, ועל דרך זה דעל סוטן שיבס המינים שנשתפחו בהם ארץ ישראל, מביא לאום הפלץ פול מתפרס ומפרס פרס, אילונס וזה יברנגן הרויס, דגריסת צמיחה, איזדר איפן העבדה איז, אז פרי הדב זין דריניהם פון חרישה, mit so brechtem Karka. Danach ist der Ringe von Zriya, der Netia, man nimmt da rein die Garinim, die Keralach, und man legt sie rein in der Erde. Und dort wird der ganze Mann, wo das liegt unter der Erde, und man sieht gar nicht. Ein Mensch wird gehen und gucken, was versteht nicht in dem ganzen Ringe von Aveda Sagan und Aveda Sassode. Die einzige Sache, was er sieht, das zerbrochene Feld, Asode Charusha und Zruha, aber er sieht gar nicht. Sieht gar nicht verandert. Ein ledige Feld. Aber unter der Erde liegen die Garinim. Und die Garinim, die Keralach, darf nach durchgehen, echet das Mann von Rikovin. Sie werden verfolgt. Und wenn sie werden verfolgt, ist Adarabe. Was mir seht, nicht nur, mir seht nicht in Zmiche, mir seht gar auch Rikovin. Sie geworden verfolgt. Sie sind als die alle Garinim, seine geworden aus. Und da war ich gar nicht da. Aber, wenn man sich als Mann von dem Lafke, von dem ganzen Linie, von dem, was die Karka ist zerbrochen geworden auf Stikalach, und von dem, was man da reingelegt, Garinim in der Erde, und sie gewohnt, Arikovin, ist Lafke von dem, wird von dem eine ganze Zmiche. Und unter der sieht man der Chiluk zwischen Tuas Asode und Tuas Akerem. Als Bishad, das ist verbunden mit Tuas Asode, ist durch unter dem Linie von Israel, wird später eine Zmiche, aber die Zmiche ist, lefi Erech, die Zrie, das heißt, dass sie mehr nicht wie in Kamus. Kaomu Leil, aber legt da rein ein klein Kerale, wächst da raus von dem 400 Mal so viel von Garinim. Und das ist ein Kamus, Gorschelei bei Erech. Aber sov kon sov, der Eichus ist derselbe Eichus. Legst da rein Keralach und du bekommst Keralach. Das ist, was mir sagt, bis hast mir Rätsel wegen Tuas Asode, wegen Chiton Seiro. Schaß aber sie Rätsel wegen Ilones. Ja, Ilone ist Peres, und dort sieht man, als sie nimmt gar eine Sache eine längere Zeit, in Tuev, die Gemorre sagt, dass durch nun beis jem, 52 Tage, können wir schon bekommen die Tuev von Seherim al-Kuponim, Chitim, ja, sie nimmt nicht keine Sache Zeit, weniger als zwei Chodoshim, weil sie hinkam, ich hasse Rätsel wegen Beimer, nimmt das Kamo und Kamo Schonim, da war durch ein Schnee Ole, und schnet a revai und kurz von dem sie fahren beimer was nimmt jahren lang bis sie wächst da raus von dem die peres bis sie bringt sich herab die geworden teil ist dorten wenn ich ja sie fahren beimer was sie nimmt schiv im schano tadika to mari froch sie bringt sich von so ja as sie da sucht morgen was kann nehmen schiv im schano bis sie wächst da die peres aber das ist tag der indien aber schas sie wächst da raus peres von ailon Sie nehmen da kein mehr Zeit, also darf mehr Hygiene, aber demut wachsen auch aus Peres, Gon, Anefen, Sein Kamus, Sein Eichus, und andere mal aus. Dem Garin, der Kerale, ich bin ein Druck in der Arte, hat nicht kein Tam, hat nicht kein Reach. Mich hast du ausgewachsen, ein Beim, ist ausgewachsen, ein Ilon, mit Peres, Sisse, Geschmack, Frucht, was haben sich alle Teime mit allen Reiches, und das ist der Ringe von Peres und Ilon. Lehach yes bohem, nefesh kol chai, das bringt a chayus und a idun und a tainug, und mir hesto, und da kia vashas a mensch, est peres, peres o ilon, est men leshem idun ve tainug, wie sie bringt sich recht in Shulchan Aruch, in der Aloches von Birkes Hanenin. Und da sagt der alte Rebbe, das ist der Inyan in Avedas Hashem, der Inyan von Golus und Geule, wo das ist der Rebbe in der Parsha und in der Medrash. Als der jüdische Volk, Am Yisrael, die gewähne Mitzrayim, seien die Mitzrayim, seien sie gewähne, das ist wie Keralach, Seien sie gelegen in einem Platz, einem dunklen Platz, Elvas Oretz, Pariot auf sie verdeckt, Pariot sie verschlaft, verhorvet in der Mitzrayim, Elvas Oretz, Avedas Perech, ist gewähnt eine ganze Schwere, also wie man sagt in die Karka, sie wird eine Schwere, Merapi Are, sie gewähnt eine Schwere Saguf, Avedas Perech, Pshemefarech ist es Saguf, der zubrochene jüdischen Guf und zubrochene jüdische Neshomeichet,
was Jiden seine Gewänder hatten verwandelt in Mitzrayim, in dem Cheshech von Erbas Haaretz, bis sie geworden am Maim und Umatze, was Jiden seine Gefallen in Schwala Madrige. Aber von deswegen, das ist alles Bechizenius. Aber davke in Otodem Cheshech, in Otodem Helen und Esther von Golus, ist gewendet worden, ist Galle geworden, der Emeser Emek von Aidischen Nishome. Und du, dem, was sie gewendet, war Tal, Shavosom, Elalikim, war Isoko. Jiden haben geschrien zum Ebersten. Und sie gewähren, da war ja, mein Ohm, wie er sagt im Medrisch, als bis Chusa im Munde Nigola, wie ich sage. Als zusammen mit der alle Versklaffung und der alle bittere Gesehre, das Paar wird gemacht, ist ihnen seine Gebäude geblieben, stark in der Munde. Und nicht nur da, sie gewähren, die kamen in Jönim, weil ich schien, es schmom, es lescheinom, es malbuschom. Und danach, ich gewähren, der Ingen, wie die jüdische Freuen, wie sie bringt sich in den Medroschim, wo sie haben ihre gewähnt bei den Männern und sie haben Peel gewähnt, also sein, Kasher Januar, ist er kein Irbe, wer kein Ifreuz. Ist was ist gewähnt, als darf kein unter dem Golus, ist gewähnt unter dies Rie, wo das hat er Röse gebringt, später die Zmiche. Und das ist, was er sagt im Medrisch, weil ich hier, beschallach, paro, jesu, om, als Schlochaich, gepaart des Rimeinim, also unter das, was paro in Ordnung hat er Röse geschickt. Dem jüdischen Volk von Mitzrayim ist gar nicht barrig geworden, als da ist gewachsen Peres und Peres, Ailon, von der größte, schönste, geschmackste Peres von dem jüdischen Volk, was sie gekommen, dachte durch, oder durch die Alamed Westere. Und wir sind mir woher in Chsides. Der alte Rebbe ist mir weir, das ist echt der Eimek in dem Posuk. Der Posuk sagt, weil Jehi beschallach paroi eso om, sagt der alte Rebbe, der Teitschi ist, als paroi ojo meschaleach boem Peres veanofim. Das heißt, dass Beschallach Paroi Esser Omein, als Paroi Erot Geirem gewinnt. Durch dem, was Erot sie gemacht hat, und dem ganzen Ellen Wester, hat er Arruis gebringt bei Iden. Weil der, wie man sagt, bin Egea Peres, der verwusste Medrisch, als Beschass, du nimmst da Geffen und du quetscht das Ois. Ich darf durch die Dricho, dem Quetschen, kommt Arruis von dem Jain, am Esameach, Elikim, und Anoshim. Weil der sehen Seis, Beschass, mich quetscht Ois dem Seis. Dricho begas mit der ganzen Aweide, was ist da bei Sabbat, und ich gehe zu Seis, was ist eine schwere Aweide, ist durch dem, ist kekeschekoitschi moissoi, moitzi es Schamnoi, der Emeser Schemen kommt da raus, darf geht durch dem, was mit zu brecht, und koitschim dem Seis, und all der See beim jüdischen Volk, also der ganze Ellen Wester, von Parim, der Alinionim, darf geht das, meschaleach bohem, peheroiz veanofim, und das hat gemacht, soll auswachsen unter der Ilon, oder Ilone der Chaye, der Eizachayim von dem jüdischen Volk, wo sie sind ausgewachsen mit der alle Größe, nicht nur sie allein sind zugekommen zu den größten Meiles und Giluim, sondern sie haben echt auch ausgenommen, die nicht zählt, das ist eine Gedusche, wie sie mir wohl erinnert sich das. Als durch dem, was sie in seinen Gewinnen in Mitzrayim, haben sie dort getan, sie ihre Wede in Mitzrayim, haben sie auch ausgenommen, die nicht zählt, das ist eine Gedusche, was sie gelegen in Mitzrayim, was die Nizetzes kommen von Gora ichen Ort in Gdusche, und sie gefallen Gora in der niedrigen Ort in Sitrache, und durch den, was sie in der Reus von Mitzrayim, haben sie mitgenommen dem Rechusch Gottel, von der Tadini Zetzes, und durch den haben sie gebringt Gora, Gräser, Gilo, Jelikus, Beilames. Und das, sagt der alte Rebbe, das ist der Ingen von jeder Golus, jeder Cheshach, was wir sehen auf der Welt. Als Bishas, mir geht der Kukarum auf der Welt und mir seht, dass ich da ein Cheshach Koffel und Mechuppel. Und mir gefühlt sich ins Mann der Golus und mir gefühlt sich, dass ich verschlaft und verhovet, mich zu wischen die Völker in Chutzloretz und Kolme Medines und mich die alle Ingen von Cheshach und dem bitteren Golus und dem Avedas Perech, wie Zayid Chaz Besholem Toba sich nicht darauf fällt. Nur er darf verstehen, dass der ganze Linie von dem Golus ist, als durch dem, was Jeden gefunden sagt, unterum ist Eilo. Durch dem, was Jeden gefunden sagt, in Eilo Masa, Gashmin, ist Mana Golus. Und von deswegen, wenn man sagt, Misgabel, mit Iskafje und Isabche, das heißt, dass man nutzt die alle Linien Eilo Masa, auch zu dienen dem Ebersten, machen Abbroche, fahren essen und nochen essen, und ich habe mir tut in den Jönei Eisek, tut mir das Leschem Shomayim, und ich habe Said, sagt Apostik Tere, in dem Cheshach HaGolus, und Said geht in Gas, und er hat Tere im Schneis Baal Peh, sagt ein Wort von Tere, und ich habe jetzt über sie, jeder Peule, was Said tut in Zman HaGolus, mit das Bedug, was er schrie, wie die Gemorre sagt, die Gemorre, Jedua, die Gemorre sagt, in Bobe Basri, Klum, Odom, Zeireya, kur echot, el al menas, shetasek, meyo iskurim. Das heißt, der Mensch nimmt und Zeireya ba adomo,
Kamus mesujemes, nicht kedei zu bakumen demselben Kamus. No bakumen, wie man gesagt, 400 Mal so viel, das ist in Kamus. Und in Peiros Eilo nicht nur in Kamus, sondern in Eichus. Also durch die Aweide und die Egie von Iskafje und Ishabche, was Haid dient dem Eberschen, Isman Agolus, und brecht sein Jezerore und brecht dem Nefesh Abamis, und steht stark in seiner Aweide des Hashem, auf Nutzen, die Nyon Eilo Maze, auf dienen dem Eberschen durch dem. Und auf wer nennt er zum Ebischen durch dem, ist der Mord wird nicht kein, was er sagt in unter dem Posuk, weil hier beschallach Paroi, Esom, als Paroi. Ihr darf kein Paroi, weil das ist der größte Einweg von Cheshach von Umase, ist der, was helft der Reusiden, beschallach, als er soll kennen zukommen zu dem Schlachich bei Kepard des Rimeinim, als er soll auswachsen, und die alle Gilo Jelikus, dem größten Eir Elien, wie bald der Ebischter will zukommen, zu dem größten Gilui von den Geule, was wir alle warten, auf dem größten Gilui von dem Eira Geule, was wird sein, Otot, ist gerade zu durchzukommen zu dem, auf dem geht durch der ganze Golus und beschallach Paris um, und darf durch dem wächst der Reus, die Peiris war Nafim, die schönste und die beste Peiris. Otot, der Nekude ist auch die Nekude von Tubishvat. Und das ist der Yomtev, der Rishashone Leilonis. Was mir fragt doch die Scheile, von was Tage macht man ein ganzer Jomte, ein ganzer Tararam, ein ganzer Simche, wenn ich gehe zu Rosh Hashanah Leilonis? Von was macht man das sich von anderen Unionen? Darf ich Rosh Hashanah Leilonis? Ich sage, das ist Tage der Bio. Also in der Nekude so Ingen, was mir sagt, in dem Ingen Leilonis. Ja, darf ich, also der Ingen, als mir nehmt der Garin, und mir stellt das rein bei Adomo, und sie nimmt Zeit, und der Weile sesterliche Jere, sesterlich kein Gilui. Nur Adarabe, mir seht, goa cheshach kofel am Chupel, ich darf ich von unter dem Ingen, von unter dem Zrie, und die Netie, und die Egie, Azerim, Bedimo, Berino, Ikzeru, von dem wächst der Reus, der größte Gilui von Ere Geule. Amol habe ich gehört, ja, am meisten Schehoio, was sie gewähren in Russland. Und das habe ich gehört von einer von den Mischprachen. Sie gewähren eine Mischprache, es war eine bewusste Mischprache, eine große Mischprache in Lubavitch, eine Sprache Shegalov. Sie Tate, Seide, Rebelchon und Shegalov, sie gewähren von der größten Chassidin in Balem Sirus Nefesh, was mit dem Zug gehabt, dem Zug genommen, noch in Tov Reish Tzadik Ches, bishas mit Zug genommen der größten Chassidin, und Rachmana Litzlan, verschickt in Sibir, und im Geargit, Akoponim, und geblieben die Almone mit Asachkinder. Und sie geblieben allein, und sie hat Baruch Hashem Ayrich Yom gewöhnt, ich habe ihr noch Seiche gewöhnt, zu kennen. Sie hat gewohnt in New York, in Kronheitz. Sie hat übergelebt im 100 Jahr, weil ich das Yom schon im Teves und habe weggestellt. Hunderter und Tausender, Einiglach und nur Einiglach, Akoponim. Ich habe gehört, die Meise, die mit der Sipur gar interessanter, die erzählt, dass sie gewähnen, in die Kufe, in die schweren Zeiten in Russland, ist gewähnen als Mann, und sie gewähnen alleine, bei Almone, mit der Sachkinder, aber gelöst. Und sie hat gedacht, wo sie haben gewohnt, etwas in einer Schule, in einer Rasnoschim, von Menschen als Mann, und sie hat gedacht, dort, und sie hat gedacht, behalten und wohnen. Okay, so haben wir etwas zu essen, ob man ein bisschen etwas hat, was ein paar Nosse können, geben die Kinder was zu essen, ist in jenem Schul, ist gewähnt von der Reusninger nach Chotzer. Ja, ist in jenem Chotzer, hat sie eingesät, ein bisschen Kartoffel. Okay, das ist erlauben später, weil sie sich allein geben zu essen, die Kinder, sie gewähnt Ungerjong, schwere Jong von Russland, von dem Milchamejong. Und können geben die Kinder essen, echt etwas können verkaufen, ob man etwas was können aufhalten, dem die Mischproche. Dort haben gelebt, zwei Mischproche haben gelebt in derselben Schule. Haben sie zuteilt, unter dem Garten, unter dem Schettach, halb hat gelebt, die Mischproche Galov hat gehabt dort in Seerfeld, und die andere Mischproche hat gehabt im zweiten Halb von dem Chotzer, wo sie haben eingesehen, sehr ihr Rock ist dort in jenem Ort. Danach ist gewesen, bis ein Tag, ist gekommen zu gehen, und man hat gewusst, dass sie kommen zu gehen dort von die Meluche, von die Memschale, sie kommen, sie will zunehmen von Schule, alle Sachen. Die Kids haben gedacht, die Mitternacht, hat man gedacht, da rein in die Schule und raten, wenn die Sforin, wie sie verteilt ist. Und die einzige Brehre ist gewesen, zu können gehen, hat man gedacht, von Kriechen vom Fenster, okay, die, ja, man hat gedacht, das Ton mit der Gora, aber halt in dem Eifen,
Da hat man gedacht, kriechen nach rein in raus vom Fenster und hat gedacht, treten auf jenem Garten. Ist mir meile, die Chassidim, was haben sich vernommen mit dem, auf zu kennen, dann die ganze Arbeit, haben sie gebeten einen Schuss. Ist die andere Mischproche, haben nicht gewollt, geben einen Schuss. Das heißt, sie haben dort nebach eingesehen, der Garten voll mit Jerokes, und sie sind alles wie ein Chore, wie eine Nacht. Wenn sie gehen rein raus, mit treten auf alles, und es wird alles Chore werden. Aber die Rebetzin Shegalo, vom Arjasche Shegalo, was sie geheißen, auch sie hat gelost. Als man soll durchgehen, das heißt, man darf raten, wenn das vor ihm, was er scheile. Diese ganze Nacht, wenn er rein, er raus, und er raus geschleppt, ist er verteiert, mit vor ihm, mit Sachen, ist gegangen durch ein Fenster, rumgekrochen auf den Garten, und kam oben, wird getrotten auf alle, ihr Rockets, auf alle Sachen, was er gehabt. Und auf morgen in der Früh, ist gewesen, Erd, wird gar nicht gesehen, von der ganzen Meise ist gar nicht geblieben. Nun, aber er sei gewesen, der Matze, das ist, was ist da. Und der Weile ist gekommen der Winter, es ist gewesen, es ist rübergegangen, es ist ein paar etliche Chedoshim. Es ist rübergegangen, ich weiß nicht, Punkt des Mannim, bei etlichen Wochen oder Chedoshim, bis es mit, gekannt, öffnen, sehen, was tut sich, ist nicht Galle geworden, ist Bari geworden, als bei dem Chotzer von dem Schochen, ist gewachsen, als ein Chedaritschke, kleinschige Kartoffelach. Und bei Shegalo in dem Feld, von Dresden hat man gar nicht gesehen, aber mit genommen Groben, sehr nebscher ist dort bis unter der Erde, etwas geblieben, mit genommen Groben unter der Erde hat man getroffen, große Kartoffler, große Jerocke, sie gelegen unter der Erde, sie gewachsen, und sie nicht dann gewachsen, sondern sie gewachsen war mit der Schäfergottel. Ja, und dass sie gewinnen darf, bis zu Hause, auch mit so nervig gewinnen. Aber so keine Rate, wenn das vor ihm, wenn das Verteidiger ist, der Rebbe ist geholfen, als unter der Erde ist zugewachsen mit der ganzen Breitkeit. Wie das ist eine Kude, was mir sagt, bin ich dem Jomte von Chamischosso bis Schwad. Und das ist der Eimek, echt bin ich dem Minion von was mir sagt, bin ich Schabes Parshas Beshalach, was Goche Protis, als du bis Schwad Faltois in dem Zman von Parshas Beshalach. Und das ist der Remes, wo die Parshas erzählt uns, als wir da wissen sein. Als Beshas, mir gefühlt sich in Cheshach HaGolus. Darf man wissen sein, dass jeder Mitzwe, was mir tut, eint. Jeder Meise teuf, dass er sehe wie Agarin, was mir legt da rein in der Erde. Und kann sein, dass ich als Meise sest noch Agarin und nicht nur das. Sie geht da durch Harikoven und sie ist ein bitterer Cheshach und sie ist ein heller Wester und sie sieht nicht. Aber von dem allem wächst daraus der ganze der Ilon und der Peres, Eize Pri Lamineu, und das sind die größten Giluim von Moschiach, was Ort wird mir noch sehen bei Gilui. Weil der Rebbe ist der Tag geholfen, als ein Dick und als ein Mann, was mir steht in dem Zman von Chamischosso Bishvat und dem Zman von Shabbos Parshas Beshalach und es ist bei ihm schechecht zu dem Tag von Yudshvat, wo dort noch Yudua der Meimel von Bossi Legani, Achoisi Kalo, dem Gan, soll man sicher sein, sehen, dole Mato in der Welt, die soll nicht Galle werden, unter der Gan, unter der Pardes, unter der Ingen, was steht in die Psukim von Tanach, also man sehen den Pri-Aids, Teuer, dem Jotzoch Heuto, mit Geza Ishai, wenn nicht so mit Scharosch auf Ifre, soll auswachsen der Ära Geule und Beschalach Paroi Esom, mitten um, zusammen mitten um, die alle Nizetze sagt Dusche und so sein, wie sie steht in einigen Parche, der Teviemoi, wie sie Toemoi, wie losche ne Tie, wie Ahar nach Alosro, Mocho in Leschiftocho, Paalte Hashem, Mikdosh, Adnai, Koinen Yodecho, Hashem, Yimloich, Leilom Boed, in dem Meluche von dem Ebersten, was in Isgalle war und bei Elam, in dem Gresten von Nehm, so Zentake, dem Eira Geule, bei Meiro, bei Yomeno, Teike vom Yad, Mamesh.